gucken wir gleich mal. So, du da, du da. Gib mir den Chandelier und fall nicht rein. Gut. Oh, danke fürs Leermachen. Fackel da und da, du weg. Da. Und hoch mit dir. 18, 17, 16, 15. Da tropft es durch. So. Oh. Chandelier. Wieder hoch. So. Jetzt dürfte da nichts mehr spawnen. Ich hoffe mal, das Ding braucht keine Line of Sight. Das wäre albern. Bumm. Bumm. So, alle jetzt bitte runterfallen und hier sterben. Oh, ein Goldhelm. So. Ich sehe immer noch ganz schön viel auf der Minimap. Aber ja, der Turm war ja auch ziemlich gut. Kam gut was bei rum. Na komm, fallt runter. Ich weiß, dass ihr da seid. So. Was ist auf der Minimap noch drauf? So 5, 6 Gegner plus der eine Enderman hier unten. Also es scheint zu funktionieren. Aber warum fallt ihr jetzt nicht runter? Komm, ich laufe ja immer im Kreis. Lalala. Brains. Brains. Kommt runter. Ich will jetzt nicht hochgehen und dann dabei sterben. Oh, ich brauche unbedingt einen Eimer. Für den Wasserblock des Todes. Du. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wasserblock. So. Komm nicht. Die planen was. Ah, das geht. Okay. So, so. Na komm. Da ist die Spinne, okay. Komm runter. Ja, ich sehe, dass du näher kommst. Komm weiter runter. Sonst komme ich hoch. Da ist ein. Was ist da? Ein Skelett. Na komm. Und weg mit dir. So, gib mir Luft. Luft ist toll. Gib mir den Wasserblock. Ha! Ja. So, Spinne, komm her. Weg mit dir. Buha! Das müsste es gewesen sein. Das heißt, wir könnten... Ich sehe da oben noch einen Zombie. Wir könnten das Ding jetzt wieder in Betrieb nehmen. Was machen wir mit den Endermen? Essen bringe ich mich kurz in Sicherheit. So. Dann schmeiße ich diesen Wasserblock des Todes weg. Weil das verdient hat. Und dann gucken wir, was wir mit Enderperlen alles machen können. Enderperl. Da. Eine Assistance Base. Keine Ahnung. Elevator. Elevator brauchen wir. Aber es braucht halt nur eine Perle pro Stück. Skyblock? Was? Macht ein Skyblock? Wo ist eine Erklärung zum Skyblock? Wertet Skyblock? Klingt interessant. Ein Teleposer? Ein Chunkloader? Ein Mob Magnet? Nein, danke. Fluid Void? Ender Generator? Da bräuchten wir aber mehr Enderman für. Golden Lasso. Oh, warte, wir haben doch inzwischen... Wo sind meine Conveyor Belts? Conveyor...
Jetzt, wo das Ding quasi offen ist und oben gerade nichts spawnt, sollten wir es auf jeden Fall nutzen, um Conveyor Belt zu bauen. Redstone, Eisen und Rubber. Weil dann können wir es so machen, dass auch gleich die Endermen runterfallen und auch instant sterben. Das ist denn gut. Also wir haben nicht genug Eisen. Wir haben genug Eisen. Rubber. Rubber, Rubber. Rubber. Rubber, Rubber. Okay. Redstone. Eisen. Schnapp, schnapp, schnapp. So, wir hätten gerne Eisen, wir hätten gerne Redstone, wir hätten gerne Flup. Zwei Stacks Conveyor Belts. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob das reicht oder nicht. Oh, und ich muss da erstmal kurz was löschen. Jo. Aber ich hoffe, es reicht. Das heißt, Plan ist jetzt, geht nach hoch. Es dürfte nichts passieren können. Gar nichts. Dann gehen wir wieder runter. Weil ich habe einen Eimer vergessen. Oh, warte, wir brauchen gar keinen Eimer. Wir brauchen gar kein Wasser mehr und wir können das Wasser wegmachen mit Leitern. Du weg. Wir können das Wasser nicht mehr weiter mit Leitern, weil wir Leitern brauchen wir was anderes. Egal. So, hier oben ist alles ruhig. Wir legen jetzt die Conveyor Belts auf die Wasser-Source-Blöcke. Oh, okay. Wasser-Source-Block 1 ist weg. 2 ist weg. 3 ist weg. Alles ist weg. Okay. Problem. Das Ding bewegt mich auch. Also sollte ich von vorne anfangen, damit ich nicht aus Versehen runter bewegt werde. Das wäre dezent unschön. Es gibt da auch Schuhe für, die verhindern, dass man mitgenommen wird. Okay. Vielleicht sollte ich hier hinten einen so einen Schutzblock lassen. Ich weiß nicht. Erstmal würde ich ganz gerne hier raus. Danke. So, wir haben hier die Dinger. Die können alle weg. Es dürfen jetzt Spinnen spawnen, wie sie wollen. Es darf alles spawnen, wie es will. Theoretisch sollten wir das gesamte Gebiet hier auch noch einen Block höher machen, damit auch hier Endermen spawnen können. Aber ich weiß nicht, ob wir das so in Massen brauchen. So, dann hätte ich gerne hier Cobblestone-Blöcke. Hätte ich gerne hier das alles weg. So. Hätte ich gerne hier Cobblestone-Blöcke. Und ich glaube, ich lasse die sogar erstmal da, als quasi Wartungsblöcke. Dass, wenn irgendwas ist, wir schnell da rankommen. Und hier kommen halt überall die hier hin. Das heißt, Monster spawnen, Monster fallen runter, Enderman auch. Sie porten sich nicht weg, weil halt kein Wasser da ist. Und warte mal, können wir es so setzen, dass er nach vorne geht? Können wir dicht drehen mit einem... ich habe keinen Crescent Hammer. Genau, also Enderman fallen rauf, werden weggedrückt und porten sich nicht weg, weil es halt kein Wasser ist, was ein Riesenvorteil ist, und fallen dann runter und sterben. Ich weiß nicht, was mit der Leiter ist, ob wir die Leiter abbauen müssen oder nicht, ob die da irgendwas blockiert. Das müssen wir dann gleich mal testen. Du kannst weg, du kannst weg. Das hier ist denn ja nicht ideal. Eventuell können wir es mit den Schuhen später nochmal machen, oder es ist halt einfach so. Weil wenn denn wirklich mal ein Gegner hier runterfällt, er wird ja trotzdem irgendwann sich bewegen und er wird da von dem Band erfasst und wird auch runtergebracht. Wie wir gleich runterkommen, könnte noch interessant werden. Du bist falsch. Ja. Wir müssen nämlich zu der Leiter da. Das heißt, ich denke mal, wir lassen uns auf das Fließband hier fallen und drücken einfach nach vorne. Vorher hätte ich gerne noch dich. Ja, ich weiß, ich habe gerade selber gesagt, dass es nicht so viel ausmacht, aber... Ich
sag viel, wenn der Tag lang ist. Lass mich da rauf. Warum kann ich da nicht rauf, verdammt? Schon gar nicht springen. Springen geht irgendwie auf dem Fließband hier fast gar nicht. Jedenfalls nicht so richtig. Du musst weg, tut mir leid. Du bist nicht doof. So, du dahin. Du, oh, wir können das so lösen. Super gelöst, Gerogan, super gelöst. So. Du da. Du da. Du weg. Egal. Ich will jetzt runter. Ich will das Ding in Betrieb nehmen. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen noch hier Aufräumaktionen. Wenigstens ein paar von denen ein bisschen optimierter laufen. Und der Schnee kann weg. Der fällt hier nicht neu hin, weil kein Sonnenlicht mehr reinkommt. Du da drauf. Du hier drauf. So, wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Unter uns. Oh, na, neben uns, neben uns, neben uns. Ja, okay. Das tat weh. Wir machen die Leiter jetzt einfach mal weg. Da wollte nicht lange, die wieder aufzubauen. Und so gehen wir sicher, dass der Turm auf jeden Fall 100% funktioniert. Okay. Mann, Mann, Mann. Wir haben es geschafft, den Turm wieder in Beschlag zu nehmen. Den Mob Tower haben wir optimiert mit den Conveyor Belts. Und es müssten gleich hier unten Endermen aufschlagen. Und zwar nicht portenderweise, dass sie uns nerven, sondern einfach nur tot. Du weg. Hässliches Zeug weg. Komische Half-Slabs weg. Licht, Licht. Leaf-Blöcke weg. Das da weg. So, hier hoch. Chandelier abbauen. Und dann müsste es fast instant anfangen zu spawnen, sobald wir uns weit genug wegbewegen. So, Chandelier. Komm mit. Das wird auch alles abgebaut. Falls wir irgendwann nochmal hoch müssen, um den Spawn zu deaktivieren, können wir das jederzeit mit neuen Leitern machen. So. Jetzt gehe ich nach hinten. Hier hin und wir sehen die ersten Sachen spawnen. Ich bleib jetzt hier stehen. Ein bisschen weiter hinten noch. So. Und guck da hin. Trink mein Käffchen. Warum hat der Enderman überlebt? Okay, ich brauche Zuckerrohr. Das war so nicht geplant, aber na gut. Zuckerrohr. Dann brauche ich eine Workbench. Nee, nicht so. Oh, wie waren die Punji-Sticks? Gib mir einen ganzen Sugarcane. Punda. Punji-Stick, so. Zick, 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 zick. Aua. Die machen gut Schaden, wenn man da drauf steht auf dem Feld. Das heißt, ich mache die einfach mal hier so hin. Das heißt, wenn Enderman runterpurzeln, sterben sie hoffentlich so. Allerdings ist es mit den Item-Drops nicht so schön von denen. Ich glaube, irgendwas droppte durch die nicht. Also irgendwelche Rare-Spawns oder gleich. Oh, 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 oh. Ah, das ist nicht gut. Mach mal zu hier. Mach mal zu da. Mach hier unten mal Licht hin, dass die Sachen von oben schön sterben. Und dann kommt hier irgendwo ein Vakuumhopper hin, der das Ganze einsaugt und in die Kiste packt. Das sollten wir auch möglichst bald bauen. Und wir brauchen mehr Punji-Sticks, damit die Endermen auch alle komplett sterben und nicht irgendeiner in einer Ecke stehen bleibt und nichts passiert. Aber ja, viel geschafft, viel Chaos, viel Herz, Blut. Das war teilweise echt übel, sehr übel. Aber ja, ich setze mich gleich hin mit dem Käffchen, denn es war alles gut. Und in den nächsten Folgen bauen wir halt den Hopper hier hin, wir sammeln die ganzen Sachen ein, packen das in Kisten, haben dann endlich genug Bone Meal, um auch die Harvester und Planter und was weiß ich zu optimieren und einfach zwischendurch
Sachen hochzupushen, wenn wir irgendwelche Ressourcen brauchen. Dann wollten wir das ME-System endlich aufbauen. Wir haben ja den Diamant-Chip. Genau, den habe ich hier. Damit bauen wir dann den Controller. Müssen wir noch schön Platz versuchen. Können dann auch damit anfangen. Und wir haben endlich Ruhe hier. Das heißt, wir können diese ganze doofe Mauer wieder abreißen. Können das Ganze ein bisschen entbunkern. Wir haben so viele Verbesserungen, in Anführungszeichen, hier gemacht, nur damit wir nicht abgeschossen werden. Das ist echt nicht schön gewesen. Das kann alles weg. Weg, 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 weg. Auch das Holz hier neben dem Lavagenerator kann auch weg. Unser Anti-Schutz, oder Anti-Pfeilschutz. Was ist ein Anti-Pfeilschutz? Das ist ein Nicht-Pfeilschutz. Das macht keinen Sinn. Also ja, unser Schutz gegen Pfeile kann weg. So. Okay, okay. Sehr gut. Also bis zu den nächsten Folgen.